Die Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu zerstören, ist nichts gegen die Stärke, die einem die kostenlosen SAP Learning Journeys verleihen. Alright, boom! Und ein herzliches Willkommen. Du hast dir vorgenommen, mit geringem Kapitaleinsatz SAP lernen zu wollen. Nein, ich bin deine UI. Und auf der Suche nach passenden Lernmaterialien bist du entweder auf überzogen teure Kurse im hohen dreistelligen bis vierstelligen Bereich gestoßen. Emotional Damage! Oder auf irgendwelche shady Angebote im Sinne von: Sende mir all deine Informationen und ich gebe dir eine PDF aus dem Jahre 2002. Aber kein Verzagen, der Onkel hat heute was für euch und der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr früher als geplant. Es gibt eine offiziell von SAP bereitgestellte Möglichkeit, über die man kostenlos, ja ganz genau kostenlos, hilfreiche SAP-Kurse durchlaufen und SAP-Fähigkeiten erlernen kann, und zwar die SAP Learning Journeys. Der Link zur Homepage der SAP Learning Journeys befindet sich in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch mit einer privaten E-Mail oder, falls vorhanden, mit einem S-User eures Unternehmens registrieren. Der Überblick über die SAP Learning Journeys kann etwas verwirrend sein, deswegen nehmen wir beide uns jetzt mal zusammen an die Hand und gehen das Ganze mal gemeinsam durch. Als erstes zeige ich euch kurz die Student Zone. Die ist grundsätzlich als Ersteinstieg gar nicht mal so schlecht, denn sie beantwortet sehr viele grundlegende Fragen über SAP. Was macht SAP? Was ist ein ERP-System? Und so weiter. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr entweder auf der Startseite nach einer Learning Journey suchen oder durch Klick auf diesen Link gezielt die verfügbaren kostenlosen Journeys browsen. Diese Learning Journeys könnt ihr dann filtern. Einmal nach Rolle, so finden sich SAP-Basisberater beispielsweise eher in der Rolle des Administrators wieder, aber Programmierer hingegen in der Rolle des Developers und fachliche Berater eher in der Rolle des Consultants. Und ihr könnt auch noch nach Produktkategorie filtern. Dann habt ihr ebenfalls noch die Möglichkeit, nach Kenntnisstand zu filtern. Die meisten wählen hier anfangs noch Beginner aus und der Button Leads to Certification macht allerdings erst ab dem Intermediate Level Sinn. Dadurch könnt ihr sicher gehen, dass ihr nur eine Learning Journey absolviert, die euch Kenntnisse beibringen, die wiederum für eine offizielle Zertifizierungsprüfung der SAP nützlich sind. Wir wählen jetzt mal eine Learning Journey für fortgeschrittene Developer, die zu einer Zertifizierung führt, in unserem Fall der SAP Certified Associate Backend Developer. Wenn wir darauf klicken, seht ihr, wie lange die Learning Journey an sich dauert. In unserem Beispiel 40 Stunden. Und hier der wichtige Hinweis: Die Learning Journey an sich ist zwar kostenlos zu durchlaufen, die Zertifizierungsprüfung, die man optional danach buchen kann, die kostet allerdings dann was. Aber es ist keine Voraussetzung, die Zertifizierung dann zu machen. Die Learning Journey kann auch so durchlaufen werden. Wenn ihr nach unten scrollt, seht ihr dann, was die Learning Journey beinhaltet. Und ganz unten seht ihr dann auch, auf welche Zertifizierung der SAP euch diese Journey vorbereitet. Ja? Hallo? Ich finde Ihren Mangel an Transparenz beklagenswert. Okay, okay. Ein kleiner Hinweis: Viele der fachlichen Learning Journeys basieren auf der S4HANA Public Cloud Edition. In eurem Alltag als SAP-Berater werdet ihr aber eher mit der On-Premise Edition von S4HANA arbeiten. Die meisten Consulting-Gigs meiner Erfahrung nach sind nach wie vor für On-Premise-Systeme. Das heißt, das Wissen, das ihr über die Learning Journey generieren könnt, ist manchmal nur teilweise auf euren täglichen
täglichen Arbeitsalltag nutzbar. Sprich, alles im Standard, sowohl in der On-Premise als auch in der Public Cloud Edition, das könnt ihr hier mitnehmen. Alles, was sich zwischen diesen beiden Editionen deckt. Was spezifisch für die On-Premise-Welt ist, das würdet ihr in diesen Learning Journeys entsprechend nicht kennenlernen. Einige Learning Journeys bieten euch ein Practice System, welches ihr optional nutzen könnt. Dieses ist allerdings nicht kostenlos verfügbar. Das heißt, wenn ihr live üben wollt an einem System, müsst ihr Geld in die Hand nehmen. Wer sich dafür interessiert, der Link zum sogenannten Learning System Access ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos kosten 20 Stunden Verbrauchszeit an einem solchen Übungssystem ca. 420 Euro netto. Jetzt wird es Zeit, ins Tun zu kommen. Klickt euch durch die SAP Learning Journeys, schaut euch die SAP-Welt einmal an und wenn ihr noch etwas mehr Zeit habt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch die SAP-Tutorials auf diesem YouTube-Kanal auch anseht. Das war es in diesem Video. Wenn ihr ein SAP-Übungssystem selber installieren wollt, welches kein Geld kostet, dann empfehle ich euch diese beiden Videos von mir. Geht bitte nicht ohne zu abonnieren, denn sonst werde ich ganz, ganz traurig. Und ich sehe euch dann hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. You're still here. It's over.